Aufnahme. Servus und herzlich willkommen bei Mandalorian. Endlich mal wieder ein Video. Ich war jetzt ein bisschen im Urlaub in Kroatien gewesen. War eine schöne Zeit, bin aber froh, wieder hier zu sein, obwohl das Wetter jetzt nicht so geil ist. Aber ich hatte jetzt so viel Sonne, dass es völlig in Ordnung ist, wenn es jetzt ein bisschen kühler ist. Nur schade fürs Motorradfahren. Ich bin mit dem Dennis Inflometzke unterwegs, Christi. Der mit der nice Hayabusa und der Insta360. Vielleicht kriegen wir heute dann noch einen nice anderen Winkel mal zu sehen. Was hören Sie da? 187. Ich werde heute mein Bike nochmal ein bisschen vorstellen und ein bisschen Autobahn fahren. Mal schauen, wie frei die Autobahn ist und wie schnell wir fahren können. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen zu heizen. Das Wetter sieht nicht so geil aus. Mal schauen. Was wird? So, Maschine ist einigermaßen warm. Ah, nur rot, ey. Ja, Mann. Wie war deine warme Saison jetzt, die letzten 10, 15 Tage? Teuer. Teuer? Dritter Satz Reifen musste drauf. Dritter Satz Reifen? Ja, der dritte Hinterreif, der zweite Vorderreif. Bist so viel gefahren? Ja, habe jetzt in 300 Kilometer auf den 12.000er Service noch. Mhm. Katastrophe. Ich muss jetzt erstmal das Bike wechseln, damit ich überhaupt weiterfahren kann. Also heute wird die letzte Fahrt sein. Damit du nicht zu viel Kilometer drauf hast und... Die Garantie verfällt, ja. Ah, aber du hast ja genug Bikes, oder? Ja, zum Glück. Was aber hast du noch so? Ein Chopper auf jeden Fall? Also ein... Ja, mehrere Chopper, also Goldwing. Ein Goldwing, ja. Zwei Hyosungs, eine Chopper-Hyosung, eine Sportler-Hyosung. Nice, nice. Die muss ich auch alle noch testen. Ja. Kannst du alle machen. Ich werde ja ab Dezember wieder umziehen, in meine Heimat zurück, nach Niederbayern. Aber ich werde auf jeden Fall immer noch auch in München Vlogs drehen, aber auch in Niederbayern. Und mal da so die Strecken auschecken. Es sind jetzt nicht so viele krasse Strecken, denke ich, aber schöne, gemütliche Landstraßenstrecken auf jeden Fall. Aber Tschechien dürfte nicht weit von dir weg sein. Nee, Tschechien ist auch nicht weit. Ja, der Himmel sieht schon dunkel aus. Jetzt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen unbegrenzt und dann wieder länger nicht. Reifen sind null warm, aber wir fahren jetzt eh erstmal nur geradeaus. Ja.
Ah, es fängt schon an zu pissen. Es fängt an zu regnen. Ja, fahr mal runter. Oh. Es dauert ein bisschen, bis wir jetzt zur Ausfahrt kommen. Es hagelt sogar. Ach du Scheiße. Bei mir fängt die Leuchte hier schon bei 14.000 Umdrehungen an. Eigentlich sollte die ja erst ab dem Begrenzer anfangen zu leuchten. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Meine Frage oder meine Sorge gerade ist, dass das halt irgendwie ein Signal vom Motor ist. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur eine falsche Einstellung, oder? Und es gibt ja da nicht sowas wie eine Funktion, dass der Motor sagt, es ist jetzt zu viel, außer halt beim Begrenzer. Aber da ich ja offensichtlich erst bei 16 auf dem Begrenzer bin, glaube ich, kann ich das ignorieren. Glaube ich jetzt einfach mal. Hast du verschiedene Farben? Nee, ich habe nur weiß. Eieieiei. Ah, Alter, das ist wie Nadelstiche. Ja, also uns hagelt es hier gerade an. Ach du Scheiße, Alter. Alter, es wird immer schlimmer, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Ich habe gerade leicht Angst vor Aquaplaning. Ein bisschen, ne? Und der Wind geht auch ganz schön ab hier. Also es tut mir jetzt schon leid, dass ich dich da mit reingezogen habe. Alles gut, ich mache schon Spaß. Aber wir sollten eventuell uns irgendwo unterstellen, bis es ein bisschen weniger wird. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte auch mal Bock irgendwie im Ausland oder irgendwie so eine Reise zu machen, so eine Tour mit dem Bike durch Flüsse und alles, hätte ich schon mal Bock. Ja, das wäre schon geil. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Du bist doch so ein Kandidat, mit dem ich mir das vorstellen kann. Für so einen Scheiß bin ich immer zu haben. Da ist ein Makey, glaube ich. Ja. Nice. Ja, Leute, wieder mal ein Abenteuer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell, so intensiv wird mit dem Regen oder Hagel. Ich dachte, wir haben vielleicht eine halbe Stunde, dann fängt es an zu nieseln und dann packen wir es wieder, aber... Aber wir sind ja auch voll in den Regen reingefahren. Ich dachte, du willst auf die 99 dann so Richtung Allianz Arena und nicht einfach geradeaus. So, wir haben uns heute mal wieder das beste Wetter rausgesucht für euch natürlich. Aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ihr das Bike dann was läuft denn hier aus? Okay. Wenn ihr das Bike mal ein bisschen im Regenmodus seht, weil vielleicht ist es auch mal interessant. Auf jeden Fall haben wir hier eine Yamaha R6 RJ05 aus dem Baujahr 2003. Wir haben hier Vierzylinder. Wir haben 599 Kubik, also 600 Kubik. Wir haben um die 120 PS, 117 glaube ich oder so, sind es genau genommen. Ja, ist ein sehr geiles Bike meiner Meinung nach. Ich persönlich feiere die Maske auch, die Lichtmaske. Manche sagen, die feiern die Nachgängermodelle mehr. Also ich muss sagen, dass ich die Maske noch geiler finde als die spitzere, die, weiß ich nicht, 3-4 Jahre später gekommen ist. Natürlich ist die aktuelle Lichtmaske im Allergeist, da kann man sagen, was man will. Aber mir taugt es, dass es hier noch so ein bisschen rundlicher ist und nicht ganz so spitz wie bei der etwas neueren. Wir haben 6 Gänge und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, ist ein Supersportler, macht mega Spaß, du brauchst einen großen Schein dafür. Und ich habe hier eine MIF Auspuffanlage drauf, die matcht auch sehr gut mit dem Bike. Hier habe ich mir eine Sozius-Abdeckung drauf gemacht. Eigentlich ist ja auch ein Sozius-Sitz, also kannst du auch zu zweit sitzen. Ich glaube, eigentlich müsste ich das eintragen lassen. Hier haben wir so ein bisschen eine kleine Anzeige, einen Analog-Tacho, Kilometer-Anzeige und, nee, Quatsch, kein Analog-Tacho, der zeigt nur die Drehzahlen an. Hier haben wir einen analogen Drehzahlen an, analoge Drehzahlen-Anzeige. Hier haben wir einen digitalen Tacho. Die Motortemperatur und den Kilometerstand. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ansonsten hat das Bike echt nichts an Technik, keine Traktionskontrolle, nicht mal eine Ganganzeige, kein Quickshifter und sowas, klar. Hier habe ich beim Standlicht jetzt LED nachgerüstet. Hier habe ich zumindest ein bisschen weißeres Licht nachgerüstet, aber noch kein LED, muss ich auch noch machen. Dann sieht es alles noch ein bisschen moderner aus. Ansonsten
fährt das Bike, glaube ich, Top Speed so um die 250. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir reicht es bis dato noch. Irgendwann hätte ich vielleicht auch gerne mal was Größeres, aber davor will ich erstmal noch ein bisschen mehr Schräglage machen. Weil bisher bin ich schräglagentechnisch noch nicht so am Start. Ansonsten hoffe ich, sind erstmal alle Fragen geklärt, und wenn ihr noch welche habt, einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich gerne noch ein Video. Ja Leute, ich genieße jetzt noch ein bisschen das Wetter und wünsche euch auf jeden Fall auch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Haut da rein. Peace.